Hey ho, liebe Pokémon-Fans da draußen und Pokémon-Trainer. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Pikey007 oder besser bekannt als Pokémon One Pack Magic. Heute stellt sich mir die Frage, ist Karmesin und Purpur ein gutes Set zum Öffnen oder etwa nicht? Diese Frage wird in diesem Video geklärt. Karmesin und Purpur-Displays liegen zurzeit bei 124 Euro, Preistrend zumindest. Das beste deutsche Angebot liegt bei 121 Euro. Und 50 Cent ungefähr. Und dafür müssen wir uns jetzt erstmal die Pullrate angucken der einzelnen Karten. Die Pullrate der einzelnen Karten seht ihr hier abgeblendet. Die Hyper Rares, also die Gold Rares mit 3 Sternen, haben eine Auftrittswahrscheinlichkeit von ca. 2%. Also in jedem 50. Booster habt ihr davon eine. Dann die alternativen Art Special Illustration Rare Karten haben eine Wahrscheinlichkeit von 3% circa. Die Ultra Rares wie Full Art 6,5%, dann die Trainergaleriekarten von 7,7%, also fast 8%, und dann natürlich noch die EX-Karten mit einem Wert von einer Auftrittswahrscheinlichkeit von 14%. Und Rare Holos habt ihr in 78% der Fälle oder fast 79% der Fälle, aber dennoch. Ihr zieht weniger Hits raus, so gesehen schon, weil ihr halt immer eine Holo drin habt. Aber ihr werdet schon sehen, es gleicht sich schon aus. Also die Pullrate an sich ist schlechter wie bei Kampfstile, weil da halt immer eine Holo drin ist und Holo nicht mehr als Hit zählt. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Dazu gehen wir jetzt erstmal auf die Goldkarten. Ich habe nach hier notiert. Hier Miraidon EX als Beispiel, weil es einer der teuersten Karten ist. Die liegt bei 22 Euro zurzeit auf Deutsch. Near-Mint-Zustand, alle Karten handeln sich hier um Near-Mint und günstigste Preis auf Cardmarket logischerweise. Die alle haben einen Wert zusammengerechnet von 80,50 Euro, was, wenn man das auf ein Display runterrechnet, ein durchschnittlichen Wert von 9,27 € entspricht. Dann gehen wir auf die Special Illustration Rares, also die mit dem doppelten goldenen Stern, wie zum Beispiel Mimi. Mimi ist die teuerste Karte im gesamten Deck, die kriegt man schon für 57 Euro auf Deutsch in Near Mint. Und alle zusammen ergeben 275 Euro und wenn man sich das auf ein Display runterrechnet, macht das einen Durchschnittswert von aller Illustration Rares, also Secret Illustration Rares von 30,79 €. Dann kommen wir auch direkt zu den Ultra Rares. Die Ultra Rares hier bei Banette haben einen Gesamtwert. Die Illustration Rares haben einen Gesamtwert alle zusammengerechnet von 144 Euro, was einem Durchschnittswert von 7,20 € entspricht pro Illustration Rare, was wiederum auf ein Display gerechnet 16,87 € entspricht. Also müssen wir 16,87 € für den Durchschnittswert eines Displays draufrechnen. Und jetzt kommen wir zu den Illustration Rare Karten. Die Illustration Rare Karte, hier wie Kilia zum Beispiel, die ist durch die Decke gegangen. Die gibt es jetzt günstigster Preis ab 25 Euro aus der Schweiz oder aus Österreich. Aus Österreich, ja, ich vertue mich da manchmal. Das heißt, wenn ihr die habt, behaltet die im Auge. Verkaufen würde ich die wahrscheinlich noch nicht. Ich habe die für 7,90 € geschossen, also ich habe da ein Glück gehabt. Ich habe die vor 2 Wochen geholt. Und kann man auch in meinem Video sehen, auf meinem Kanal. Und jedenfalls, wenn man sich das auf 36 Displays runterrechnet, kommt man zu einem Durchschnittswert von 16,99 €. Kleine Anmerkung, ich würde mich gerne über ein Abo und ein Like freuen, weil ich habe über 2,5 Stunden gebraucht, um das zu recherchieren. Vielen Dank. Wenn man sich das jetzt alles zusammenrechnet, dann kommt man auf einen Durchschnittswert eines Displays von 112,06 € und jetziger Displaypreis 122, Differenz 9,84 €. Ich habe jetzt Bulk mit
30 € berechnet. Vielleicht kriegt ihr auch für den Bulk weniger, aber bei eBay zahlen die Leute generell immer mehr. Und das sind die Card-Market-Preise. Das heißt, auf eBay kriegt ihr generell mehr für eure Karten. Das heißt, wenn ihr eine Doppel zieht, stellt die bei eBay rein. Als Privatverkäufer ist das kostenlos zurzeit oder seit neuestem. Und das heißt, die Differenz beträgt gerade mal 9,94 €. Das heißt, so viel zahlt ihr gar nicht drauf. Und demnach macht es schon Sinn, die Karten auszupacken oder die Displays zu rippen. Aber das müsst ihr entscheiden. Ich habe euch jetzt nur die Zahlen genannt. Das heißt, ich würde jetzt auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen für ein Display. Aber ihr müsst das selbst wissen. Also ich habe mir ein 18er Display gekauft. Die sind ein bisschen teurer, aber auch nicht allzu viel. Ich habe jetzt 70 € dafür bezahlt für ein Display. Wie gesagt, ich hoffe, das informative Video hat euch gefallen. Über einen Daumen würde ich mich freuen. Und dann schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn wir Karmesin und Purpur die Karten analysieren und gucken, welche Karten top und welche flop sind aus dem Set. Dazu kommt nämlich auch noch ein Video. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.